Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Aplaxtel. Wir sind mit Hugo, Amicia und Sophia unterwegs. Wir haben gerade noch eine Ziege gerettet und jetzt schleichen wir uns zu der heiligen Stätte, wo wir nicht hin dürfen, weil wir auch noch nicht genau wissen, was für ein Fest hier eigentlich gefeiert wird. Wir schleichen uns mal jetzt durch. Vorsicht. Hier ist die Sperrzone. Müssen wir irgendwie hier durchkommen, ohne dass sie uns entdecken. Wie kommen wir durchs Tor? Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns, oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow. Dann los. Okay. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja, das ist es, was zählt. Lass uns das mal probieren. Versuch das. Was bringt, weiß ich jetzt nicht. Hat geklappt. Sehr gut. Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. Direkt hier. Aufmachen, rausholen. Alles sauber. Dann gleich wieder da rein. Echt heiß, was? Wow. Verdammte. Ich dachte, er hätte uns gesehen, aber hat er nicht. Du kennst den Grafen ja. Er mag's eben förmlich. Naja. So, da müssen wir durch. Nächstes Mal bitten wir, bei den Ruinen Wache zu halten. Dort ist es schattiger und ich könnte endlich mal die Prozession sehen. Kann das da hinten einmal an? Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Hey. Rauch. Was ist dir weh? So einfach. Ich will noch was wissen, was da in der Kiste drin ist. Nichts. Na gut. So. Können wir ihn auch mit dem hohen Gras da hinten ablenken? Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Oh, das sieht er nicht. Shit. Hä? Doch, jetzt. Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Immer. Schnell. Gleich wieder zurück. Rein da, rein da, rein da. Perfekt. Jetzt müssen wir gleich nochmal dahin ablenken. Na gut, mal wieder geirrt. Versuchen wir ihn gleich dahin nochmal abzulenken, damit wir hier durch dieses beschissene Tor kommen können. Wir müssen da eigentlich nur durch die Tür. Das kriegen wir aber wohl hin. Eigentlich sind die ganz schön dumm, die Wachen, oder? Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Versuchen wir mal. Schnell. Hä? Hier schleicht jemand rum. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Was? Wir haben Besuch. Sicher, da ist jemand. Findet ihn. Schon unterwegs. Klappt immer. Einfach. Da ist die Tür. Schnell jetzt. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Ja, weißt du, wo wir seid? Und zack ist die Tür zu und dann kommen wir im Hintern her. Perfekt, oder? Das Prisma ist magisch. Ja. Ich warte immer noch da drauf. Aber wir sind noch nicht da. Ich würde es cool finden, wenn sie nochmal ein Patch rausbringen können, wo man nochmal ein bisschen die Performance verbessern könnte. Bei dem Spiel stören mich jetzt wirklich 30 FPS nicht, aber ach, ich weiß nicht, es wäre schon ganz cool. Testen wir hier mal, weil wir das haben, was Gut, wir machen können. Dann an die Arbeit. Wir haben, glaube ich, gar nichts, ne? Naja, uns fehlt. Oh, aber. Naja, uns fehlt ein bisschen Material, ne? Konnte man nicht Material auch. Konnte ich das nicht auch irgendwie schon. Schon im Dings kleiner machen? Ne, das geht nicht, ne? Okay. Ich könnte auch schon bauen unterwegs, ne? Aber ich habe leider nicht genug Material, okay. Gut. Das, die Werkzeugbänke sind für uns nicht mehr wichtig, weil wir ja das andere gemacht haben. Hier lang, schätze ich. Oh, beziehungsweise verstärkt haben. Oh. Wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Das schaffen wir. Mir wird schwindelig. Muss dir nicht schwindelig werden. Oh. Nein, naja, Hugo ist ein bisschen unvorsichtig. Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Siehst du? Alles gut. Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Ja, wir sind doch gleich. Gehen wir weiter. Ist auch ein bisschen ängstlich, Herr Gude. Geschafft. Geht es dir gut, Hugo? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Das ist bloß mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Die Gede-Sicherheitsrolle haben wir gemacht. Gucken wir mal kurz hier immer alles abgucken, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Das wäre ja auch ärgerlich. Da kann man gar nicht hin. Ärgerlich. Aber hier sieht es ja schon bunt geschmückt aus. Oh, all diese Blumen. Die müssen für ihre Zeremonie sein.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mit den Kindern irgendwas machen bei der Zeremonie, aber ich weiß es nicht. Das ist alles nur bei mir, meiner wahnsinnigen Fantasie, gegen Gespinste. Soldaten, in Deckung, schnell! Augen offen halten! Schwere Rüstung. Ando hat sie ganz schön auf Trab gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Genau. Also, der guckt hier hin. Kann sie mit ihrem Prisma nicht was nach drüben machen? Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Schade, ich dachte, er sieht das da, der Dicke. Dann müssen wir was werfen. Schaff ich nicht, ist zu weit weg. Ist auch nervig da gerade, der Typ. Ich glaube, wir können nicht mal an ihm vorbei uns mogeln. Ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Anno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Er war nicht immer so. Er geht jetzt dahin, das ist ja auch blöd. Na, da dann durch. War nur falscher Alarm. Okay, wir gehen versuchen, durch die Händen jetzt auch durchzugehen. Ich hoffe, er sieht uns einfach nicht. Klappt das ja. Schnell zurück. Obwohl, warte mal, wir gehen nochmal da links. Oder hier hinter die Mauer vielleicht? Das sieht er uns auch nicht. Da kommt noch eine Wache, wir müssen schnell hoch. War da noch mehr von Anos Leuten? Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht. Scheißkerle, vermiesen die wichtigste Zeit des Jahres. Werden sie nicht, dafür sorgen wir. Wir können hier rüber hopsen, aber das ist auch eine Wache, okay. Und hier erwärmt sich da hinten gerade auf, der Affe. Ist ja hier keiner mehr gleich. So, hier durch irgendwie? Hier ist gerade keine Wache, würde ich sagen. Dann lassen wir mal zum Gras laufen. Schleichen, nicht laufen. Schleichen. Hey, komm mit hoch. Muss ich warten? Da ist eine Wache. Da ist auch eine Wache. Mist. Wenn wir hier irgendwie durchgehen, wollen wir uns sehen. Wow. Wenn wir hier drin bleiben. Mal warten, bis die Wache vorbei ist da unten. Und er da? Sophia! Hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein, nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht, weil er zu alt ist. Vielleicht. Noch mehr. Ja, wir warten kurz hier. Ich glaube, der eine kommt gleich wieder zurück. Wie überall Kisten, das ist natürlich ärgerlich, dass sie alle nicht durchstöbern können. Ihn damit ablenken. Mal gucken, ob hinten einer kommt. Kommt von hinten einer? Ich glaube nicht. Ja. Dann machen wir die Kiste auf hier. Und damit. Gleich wieder hier rein. Kommt von da einer? Da ist wieder einer. Okay, dann warten wir, bis der kurz weggeht. Und dann brennen wir was ab, dass er darüber geht. Oder vielleicht dahin geht, dass er hinter ihm vorbeikommt. Das müsste klappen. Wir schaffen das. Die sind bestimmt von der Zeremonie abgelenkt. Was ist das für eine Zeremonie? Gute Frage. Das sehen wir, wenn wir da sind. Das brennt schnell. Wenn das anbrennt, ist er das da. Rauch? Wo kommt der her? Los, es funktioniert. Kein Grund zur Sorge. Hey, der Graf will keine Soldaten im Heiligtum, verstanden? Kapiert? Ah, okay. Das wäre ja ein Sakrileg. Der Sohn braucht Ruhe, keine Waffen. Okay. Das sind echt viele Wachen, oder? Mann, Mann, Mann. Und da an der Mauer kann man vorbeischleichen. Nur diese hier loswerden. Da ist noch eine Wache. Und die Wache ja damit ablenken. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Fangen wir das Licht ein. Rauch.
Was ist dir weh? So einfach. Hier hin. Der Mauer sehen wir uns nicht und dann gleich hier wieder rein. So. Er geht da runter. Ne, er geht nicht da runter. Ach, der Scheiß-Typ. Bleibt der jetzt da stehen? Kann er uns sehen? Nee. Ja, guck doch, sonst müssen wir kurz ein bisschen. Er geht da rüber. Ist da noch irgendwo Gras hier in der Nähe? Nee, wir können uns aber hinter den Wagen da schleichen. Dürft ihr uns auch nicht sehen. Dann müssen wir ihn hinter uns aber ablenken irgendwie, ne? Okay, machen wir mal. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Das sieht er nicht, das ist hinter ihm. Das ist das Problem. Den killen können wir auch nicht. Wie lenken wir ihn ab, ist die Frage. Oh, er sieht, dass es brennt. Komischer Rauch. Seht ihr? Viel zu einfach. Wir können ja auch mit den Rüstungen da vorne ablenken, also mit der Kiste da. Aber oder wir müssen da rein. Du riskierst ziemlich viel für Leute, die du kaum kennst, Sophia. Nicht zu sehen. Du weißt, das musst du nicht. Ich schulde euch was. Wir müssen doch da rein, da hast du recht. Außerdem ist das alles einfach viel zu spannend. Wir müssen da rein. Na gut, aber bleiben wir vorsichtig. Später. So, pass mal auf. Wir warten ab, dass er das nicht sieht da oben. Der muss weiter weg. Ach, scheiße, jetzt kommt er runter. Wir müssen nur kurz warten. Der ist zu stark, also der wird uns gleich platt machen. Ich habe weiß nicht, wann er das letzte Mal gespeichert hat, nicht den ganzen Weg wieder nochmal laufen müssen. Da habe ich auch nicht so viel Bock drauf. So, dann müssen wir mal schauen, dass wenn er gleich weg ist, dass wir diesen Lärm da machen können, ohne dass er das mitkriegt. Weil dann könnte der hintere, also der hinter diesem starken Typ jetzt steht, da hingehen und wir könnten hinter ihm ins Gebüsch schleichen. Wenn das klappt. Ich weiß nur nicht, ob der unten uns sehen kann, aber ich hoffe mal nicht. So, noch sieht man die Leuchte erleuchtet, also noch wird er uns auch hören. Ich glaube, ich habe was gehört. Okay. Wir gleich hier hinter der Mauer verschwinden. Da wollte doch nichts. Man muss auch wieder zurück auf seinen Platz und der andere muss auch auf seinen Platz. Dann können wir noch ins nächste Gebüsch laufen. Dann müssen wir kurz mal warten. Und er geht jetzt einfach vorbei und er muss sich umdrehen wieder da. Und der andere natürlich auch, ne? Aber hier eine Mauer links. Und hier rein. Und durchs Gebüsch schleichen, ohne dass der Typ uns sieht. So viel zu unserem Besuch. Möge die Stimme der Mutter den Sohn erreichen. Nein, nein, wir waren so nah dran. Da hinten ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt auch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir es. Wir versuchen das. Jetzt müssen wir aber mal kurz warten, bis er hier weg ist. Der dicke Motzkopf da. Und ihn müssen wir auch irgendwie loswerden da. Bloß wie? Da ist auch einer oben auf der Treppe da. Wir müssen aber erstmal da hinten hinkommen. Er kann es nicht sehen, aber vielleicht können wir ihn so ablenken. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Fangen wir das Licht ein. Hä? Frage, welchen Weg er geht. Wo zur Hölle kommt er raus? Okay, schnell. Ist da rein. Uns einer sieht. Okay. So. Jetzt die Frage, ob wir da hoch müssen? Wahrscheinlich hätte ich schon schnell rüberlaufen müssen. Habe ich nicht gemacht. Gut. Falscher das war dumm. Alarm. Das war dumm. Jetzt müssen wir natürlich nicht gleich die Treppe hochlaufen. Sonst hätten wir hinter hier hinten noch reinlaufen können. Also da, ne? Hätten wir reinlaufen können. Hm. Da war ich zu langsam. Bloß wenn ich jetzt wieder voll mache, dann weiß er ja schon wieder, dass irgendwas nicht stimmt. Da kommt der Dicke nochmal. Warten wir, bis der Dicke wieder auf dem Rückweg ist. Und dann versuchen wir doch da hoch zu gehen. Aber dann müssen wir auf ihn da oben auch warten. Der läuft ja auch da. Dumm rum, der da hinten, ne? Ach, das ist ja wirklich blöd.
Hat er da Weihrauch drin in seiner Keule? Glaube nicht. Aber vielleicht sieht er uns auch gar nicht, der Typ hier. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Guck mal, er kann das auch gar nicht sehen da, oder? Gehen wir schnell mal da durch. Ja, immer hohes Gras. Nee, aber wir können auf jeden Fall, wenn er gleich hier vorbei ist, der Dicke, können wir, glaube ich, da hoch. Da ist auch eine Tür, aber da kommen wir wahrscheinlich nicht rein, ne? Aber da gibt es Treppen hoch. Vielleicht können wir da noch irgendwo rum. Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir auch gar nicht hier hoch. Wir testen es trotzdem mal. Ob der Dicke uns von da unten sehen kann, weiß ich gar nicht. Mal gucken. Aber er rennt ja wieder zurück. Er kann mit der Ernst sehen da? Ich weiß nicht. Wie geht es trotzdem mal? Da. Ja. Komm hier rüber. Ich komme hier längs und dann da hoch. So, weißt du, dass uns keiner erwischt irgendwie? Ich weiß es nicht. Wir testen es einfach mal. Hier sehe ich gerade keinen. Da ist eine Tür. Können wir da rein? Wir schaffen es, Freunde. Wir sind gleich da. Und hier rein. Perfekt. Ja. Wie geht's dir, Hugo? Wo geht's denn hier unten runter? Gehen wir noch trotzdem runter gehen? Aber gut. Ist da noch irgendwas, was wir nehmen können? Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spüre es auch. Und ich vertraue euch. Okay, hier ist nur eine Bergbank. Das bringt uns nicht so viel. Lass hochgehen. Warte mal. Ab und zu liegt ja auch was auf der Bergbank. Vielleicht habt ihr irgendwas gesehen. Mann, Sophia, stimmt nicht im Weg. Aber hier liegt nichts auf der Bergbank. Okay. Dann gehen wir nach oben. Ist da keiner im Turm mehr. Gehen wir auch raus? Gehen wir hier hoch oder erstmal hoch? Wir gehen erstmal noch einen hoch. Mal gucken, wo wir landen. Hier können wir gar nicht längs. Hier geht's hoch. Kletter hoch. Ja. Das ist die Frage, wo es da hingeht. Ach, guck mal, es geht auch hier längs. Okay. Hört her! Es ist fast soweit. Versammelt euch bitte. Der Graf und die Gräfin. Wir kommen wohl rechtzeitig. Hugo, sieh mal. Ist sie vom Vogel? Musst du wissen. Glaube schon. Es wird ihm eine Ehre sein, wenn du sie trägst. Behalte sie, bis du ihn siehst. Ja, dann gebe ich sie ihm zurück. Na, guck mal, da haben wir bestimmt irgendwas bekommen. Das ist ein Erfolg? Ja, guck mal. Okay, da ist es eine Wache. Können wir hier runterspringen einfach? Wo sieht uns denn gleich jemand? Wir springen hier mal runter, wir testen's. Aha. Wir warten noch auf einige Nachzügler. Kommt in der Zwischenzeit ruhig näher. Nachzügler, das sind wohl wir. Was sollen wir jetzt tun? Wir überlegen uns was. Also er macht uns keine Schande da, der könnte uns nerven. Können wir ihn ablenken, ist die Frage, ne? Ich kann ja auch nichts werfen. Huch, bitte. Freunde und Kinder, heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch, hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix. Der Phönix. Mit seiner Asche zu verarmen. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Als Mutter. Und als Vater. Lasst uns beten, bevor wir hineingehen. Die haben sich da verkleidet da drin. Machen wir auch. Ganz billige Verkleidung. Wetten? Was denkt ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Hey, verkleiden wir uns?
Wir gehen einfach hinterher. Warum nicht? Aber und Sophia kann ja nie mitkommen, oder? Ich glaube nicht. Öffnet Herz und Geist, denn nun erzählen wir seine Geschichte. Damit sie nie in Vergessenheit gerät. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Na los! Okay. Gucken kann ich trotzdem. Wow! Amicia, sieh mal da oben. Das Symbol des Ordens. Ja. Dieser Ort gehört also ihnen? Vor langer Zeit kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen, seiner Freude. Ausgerechnet Lacuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung, der Entfaltung. Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt. Ein Kind auf einem Thron. Gespannt. In einem Ordenstempel. Das ist der Sohn der Glutasche. Nehmt neben uns Platz. Guck mal, das Bild. Das ist der Träger der Makula. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Knie bitte nieder. Das Böse fand den Sohn in eben jenen Hallen. Es zehrte von seiner Flamme, schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinahe vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Er wurde vergessen, doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Wer? Ihr. Eure Köpfe sind geneigt. Diese Demut ehrt euch. Ihr werdet seine Flamme durch die dunkelste Stunde führen. Nehmt sie. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. In der Ungewissheit. Ihr werdet durch die Augen der Mutter sehen, wie der Sohn stirbt. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Erhaltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Nehmt Platz. Was sollen wir tun? Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Geht und bringt ihm das Licht. Vieles steht auf dem Spiel. Ich dachte, ich könnte da jetzt irgendwie durch. Ich glaube, ich gehe einfach hier. Links oder rechts? Wir gehen rechts bei der Frau vorbei. Okay. Viel Spaß. Danke. So. Was genau da passiert, erörtern wir das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.